alle drei von der Bootkammern abtauchen. Zum Beispiel mit Marie Zierke. Sie ist Schauspielerin. Hallo. Hallo. Und du bist leidenschaftliche Taucherin. Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe vor ungefähr 4 Jahren einen Urlaub gemacht auf den Malediven. Und es war eine sehr kleine Insel, da gab es nur unser Hotel. Und irgendwann nach einer Woche dachte man so, ja, was kann man sonst noch machen? Und da liefen halt immer die Tauchlehrer rum und das sah irgendwie alles ganz schick aus. Und dachte ich, ja gut, dann kann man das ja auch mal ausprobieren. Und das war dann ein steiniger Weg, bis ich mich so wohl im Wasser gefühlt habe, wie ich es jetzt tue. Ich wollte gerade sagen, also für mich ist das jetzt gleich das erste Mal, dass ich überhaupt tauchen gehe. Ich habe total Schiss, muss ich sagen. Wie sah es bei dir beim ersten Mal aus? Also ich habe leider, muss ich sagen, nicht in einem Schwimmbad angefangen, sondern direkt in der Lagune. Und da waren immer so Babyhaie, die rumgeschwommen sind. Und da war tierischer Wellengang und ich hatte echt Schiss. Also mir war das Ganze irgendwie nicht begreiflich, wie das funktionieren soll. Und es hat lange gedauert. Also es gibt Leute, die gehen einfach rein und sind wie ein Fisch unter Wasser. Und andere, die haben Angst. Und das ist ganz normal. Das war bei mir so und heute ist es nicht mehr so. Und da darf man sich halt nicht unter Druck setzen lassen. Okay, dann werde ich das gleich mal beherzigen. Du bist ja auch eines der Gesichter der neuen Bootkampagne. Das heißt, du warst mit in Südafrika und bist da auch getaucht. Wie war das da? Das war ein Erlebnis. Also das war, würde ich sagen, tauchtechnisch sowieso, aber mit eins der besten Erlebnisse überhaupt. Weil in Südafrika das Tauchen eine große Herausforderung ist. Es ist sehr raues Wasser, raues Meer, die ganzen Umstände. Also es ist keine Sicht unter Wasser oder sehr wenig, es sind unheimlich viele Haie drin. Das muss man alles wissen. Ne? Also ich war seekrank ohne Ende. Das Foto war schwierig zu machen, weil einfach so viel Zeug im Wasser war. Und ja, das war toll. Das heißt, es gab aber auch wirklich gefährliche Situationen mit dabei? Nein, würde ich nicht sagen. Also gefährlich im Sinne von, dass man sich die Seele aus dem Leib kotzt. Ja? Aber die Haie zum Beispiel, wenn du Abstand hältst und dich ruhig verhältst, die greifen dich ja nicht an oder so. Du musst halt nicht irgendwie doof reagieren. Und die Wellen, die bieten dann auch keine Gefahr, wenn du deine Ausrüstung beherrschst und tauchen kannst. Für Anfänger ist es kein Gebiet. Also absolut nicht. Okay, also da bin ich hier etwas sicherer im Schwimmbad heute. Ich bin gespannt, ob mir das so gut bekommt. Muss ich denn irgendwas wissen vorher, bevor wir jetzt gleich unter Wasser gehen? Naja, also das Wichtigste ist, dass du niemals aufhörst zu atmen. Also das musst du einfach deinen Kopf reinkriegen, egal was kommt, immer ruhig weiteratmen. Und dann hilft es, glaube ich, wenn man sich sagt, das ist für den Körper normal, dass wenn du mit dem Kopf unter Wasser gehst, dass du Schreck bekommst, ja? Weil wir sind nicht dafür gemacht, unter Wasser zu atmen. Und es hilft, die Ruhe zu bewahren und einfach mal ganz vorsichtig weiterzuatmen und sich selber zu sagen, es passiert mir ja nichts. Es sind irgendwie 1 Meter bis zur Oberfläche. Gut zu wissen. Ich hörte, es gibt auch irgendwelche Zeichen, die ich noch wissen muss. Ja, die solltest du beherrschen. Also das hier heißt, es ist alles okay. Das gilt als Antwort und auch als Frage. Wenn du nach oben willst, machst du so. Das heißt aber nicht, alles ist super, sondern das heißt, wir gehen nach oben. Gut zu wissen. Wenn du runter willst, das ist das Zeichen für runter. Ja? Und so ist so lala. Das sind die wichtigsten. Okay, so lala. Ich fange mit so lala an, mal gucken, wie es im Laufe der Zeit wird. Ich ziehe mir jetzt mal die Flasche an und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Marie, taufen wieder auf. Hallo, wie war es für dich? Hi, das war super. Wir gehen gleich nochmal runter, oder? Denk drüber nach. Ich fand es schwierig, aber schön. Und falls Sie das vielleicht auch mal ausprobieren möchten, gucken, ob es für Sie schwierig oder schön ist oder was auch immer, dann kommen Sie einfach in der Halle 3 vorbei.